Teddybär, bau ein. Heb ein Bein. Bau ein Haus. Heb ein Bein. Sag mal in den Kommentaren, wie es heißt. Bau ein Haus. Teddybär, lauf nach Haus. Nein, Teddybär, heb ein Bein. Teddybär, so ist fein. Aber wie dumm. Lass den Teddybär nach Hause gehen. Was soll er denn zu Hause, Junge? Was sind die meisten Unfälle, ne? So, oder? Ja. Hier, komm, wollt ihr alle mal meinen Ausschnitt gucken? Ich muss aber, irgendwie fühle ich mich, mach mal noch ein bisschen rüber. Nee, ja. Mach mich ein bisschen weiter aus dem Bild raus. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Mein Auf Name. Unserem Kanal. Nein, das ist nicht meine. Das ist richtig. Moin Leute, und wie jedes Mal fällt mir die Begrüßung unfassbar schwer. Ramon und ich, wir haben gerade schon geknobelt, dass ich sowas mache wie... Hast du eigentlich auch ein Gesicht? Kannst du auch lächeln mit deinen Augen? Wir haben schon überlegt, ob ich sowas mache wie... Hier ist eure Vivi wieder. Hashtag Vivi wieder. Ich weiß nicht, ob das komisch ist. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wenn ihr irgendwie eine coole Begrüßung habt, die zu mir passt... Ich habe nämlich festgestellt, ich begrüße euch immer anders. Jetzt bin ich gerade tatsächlich mit Spaß weggenommen. Okay, also wir haben den Realformat Adventskalender. Okay. Dafür habe ich bezahlt, lass mich nochmal kurz gucken. 11,99. Ich habe den auch noch für Woman da stehen, aber da mein Bruder heute Zeit hatte, habe ich gedacht, packen wir zuerst den von Man aus. Yes. Du kannst wieder alles behalten, was du geil findest. Geil. Du kennst das Spiel. Das sind so die Sachen, die vertreten sind, so Nivea, Wilkinson. Es gibt gar nichts zu essen. Darf. Schade. Sorry, Bro. Okay. Let's go! Yay! Achso, ja, schön, dass wir die Folie noch nicht abgemacht haben. Wir sind auch Helden, oder? Ich habe noch keine Zeit! Wenn Vivian ein Held ist, dann gib mal einen Daumen hoch. Au. Also, was ist das? Jetzt haben wir hier so ein tolles Aufkleppel. Okay. Hat sie abgerissen. Hat sie nicht gemacht. Darf sie das? Darf er das? Okay, also wir fangen wieder direkt an mit Tür Nummer 1. Nummer 1. Das war toll. Axe. Geil. Bodywash. Yes, benutze ich, nehme ich mit zum Sport. Geile Sache. In die Kamera. Yes, baby. So. Machst du Nummer 2? Ja, das könnte ich tun. Hier ist Türchen Nummer 2. Und hier haben wir. Das ist aus Türchen Nummer 10. Jawohl. Das ist aus Türchen Nummer 10. Jawohl. Ja, schön. Du Fady. Nein! Willst du wieder reinstecken? Nein, mach das. Lass das. Wir tun nachher immer so. Ich hab's nicht gesehen. Wie geil ist das denn? Oh, Ramon, hier ist mal wieder was für dich auf jeden Fall. 17 Heaven for Men. Rauna nimmt eine tolle Maske mit nach Hause. Da freust du dich ist doch, ist das oder? Da nicht eine Frau? Steht da nicht for Men? Ja, aber ist das da nicht eine Frau? Hallo, guck mal auf die Haare. Natürlich ist es ein Mann. Denn Frauen haben nur lange Haare. Ist das eine Frau oder ein Mann? Hier, Leute, sagt mal was dazu. Guck mal, hinten ist er nochmal abgebildet. Hör auf, die zu beeinflussen. Man sieht das. Okay, also etwas, was ich wahrscheinlich spaßeshalber zu Silvester ausprobieren würde, aber sonst nicht nutzen würde. Also quasi war das Türchen Nummer 12. Wow, war das ein richtiges Talent. Ich mach kurz mal meinen Ton aus, Leute. Ey. Vor allem jetzt ist mein Gag einmal mit Profis arbeiten. Jetzt ist mein Gag untergegangen, weil wir 10 und 11 zusammen aufgemacht haben. Nee, du hast 12. 10 und 2 aufgemacht. Ja, mein ich ja. Alte Nase. Verliert. Nummer 3. Ich habe noch mein Sportarmband dran, sehe ich gerade. Was ist das? Ropex? Nee. Ah, das sind Interdentalbürsten. Ah, man Zähne. Ja, alles dann klar. Zwischenräume. Interdentalpflege. Eine meiner Dozentinnen an der Uni hat genau darüber ihre Masterarbeit, ihre Doktorarbeit geschrieben. Halt dein Maul. Ja, ja. Da kann man in Psychologie seinen Doktor drüber schreiben, über Interdentalbürsten. Na, Gesundheitsverhalten, das war Gesundheitspsychologie. Wie Menschen quasi, was weiß ich, was die Fragestellung war, aber wie verlässlich die Leute ihre Zwischenräume. Ich kann auch Doktor werden. Ja, war auch nicht so meins. Türchen Nummer 4. Aber das werde ich benutzen übrigens. Das finde ich cool. Türchen Nummer. Soll ich hier helfen? Sie ist ein bisschen langsam. Ach, du bist langsam. Das war toll.
Das war noch besser. Machst du wieder aus Nummer 17 jetzt auch noch das raus? Also, wir haben hier ein... Kannst du mir das bitte nicht ins Ohr rammen? ja, auf jeden Fall ist es Mango-Gedings. Original Source. Source? Original Source. Ja, original. Aber was ist es denn? Mango. Es ist ein Mango. Duschgel. Jo, benutze ich auch, nehme ich mit zum Sport. Habe ich Duschgel nicht gesagt? Mango-Duschgel wollte ich sagen. Wir müssen doch auch mal dran riechen, Mann. Bist du Anfänger? Ja, bin ich. Okay, riech mal dran. Oh, das finde ich, ist ein Mango, aber es ist ein männliches Mango. Ein männliches Mango. Das ein männliches Mango. Ein männliches Mango. Das klingt wie Manni, das mürrische Mango. Manni, die männliche Mango. was war das? Oh Mann, die 4. Oh, verdammt. Die 6 sehe ich, aber die 5 sehe ich nicht. Doch. Achso. Okay, es war die. Ah, aber ich war die. War keine Doppeltüte. Die Kariesprophylaxe mit Hydroxylapatit. Zahnpasta. Wow, ich bin echt froh, dass du das Türchen öffnest. Schade, dass ich das auch gemacht hätte. Ich hätte gerne gesehen, wie Vivian das vorliest. Kannst du das nochmal vorlesen, bitte? Nein. Doch, doch. Lies doch vor. Komm. Wenn sie das richtig geil vorliest, gibt ihr auch einen Daumen hoch. Und wenn nicht? Dann auch. Schaltet alle ab. Hydroxylapatit. Das hat sie, weil ich das schon vorgelesen habe. War gut. Bis durchgekommen. Okay. Türchen Nummer 6 ist ein Monstertürchen. Das ist wirklich riesig. Wirklich riesig. Kann man sehen? Ja. Alter. Dekoriert! Ach, cool. Eine Humble Brush for you, girl. Boy. For you, girl, Alter. Du hast auch nicht erkannt, ob das ein Mann oder Frau ist. Dann kennt man mit dir halt auch nicht. Das ist blau. Die Zahnbürste ist blau. Ist die rosa? Nein. Ist das ein Klischee? Ja. Ja. Ich wette, Leute, guckt euch das andere Video auch an. Vivian macht das auch. Ich wette, die Damen kriegen irgendwas Rotes, Rosanes, Oranges als Zahnbürste. Hashtag Klischee. Ja, auf jeden Fall. Gucken wir mal bei mir rein, ob wir in der 6 als Frauen auch... Aber das finde ich cool. Designed in Schweden. Das ist eine Bambus-Zahnbürste, würde ich mal behaupten. Ja. Steht hier irgendwo Bambus. Auf jeden Fall ist es vegan. Sehr cool. Werde ich benutzen. Wenn du mal 10 putzt, also. Das war ein krasser Lacher. Oh, wir sind nicht mehr scharf. Wir sind nicht mehr die Schärfsten hier im Ring. Du bist nicht mehr scharf. Stimmt, ich bin nicht scharf. Guck mal, in Kamera, bist du scharf? Ja, Leute, könnt ihr mal abstimmen, bin ich scharf? die 7. Okay. Also, Duschgel bist du? L'Oreal Men Expert. Und was ist es? Körper, Gesicht, Haare, Taurin-Duschgel. Körper, Gesicht, Haare, das ist gut. Das kann ich auch zum Sport mitnehmen. Das gefällt mir, diese Grüßen. So, Türchen Nummer 8. Ich wäre aber auch gerne scharf. Klar, wir haben aber auch die gleichen Gene. Irgendwie bin ich bestimmt auch scharf. Aber ich wäre tatsächlich gerne wirklich scharf. Aber es ist doch alles scharf. Hey, meine Fresse ist doch total verwaschen. Ja, aber da kann doch die Kamera nichts dafür. Doch. Das heißt, aber ich sitze doch genauso weit vorne wie du. Ja, aber dein Kopf ist... Keine Ahnung, geht unscharf weiter mit uns hier. So, Türchen Nummer 8. Wir haben hier eine Handcreme von Lavera Bio. Da guckt sich doch keiner an, wenn ich so... Klar, es geht nicht um Bildschärfe. Aber warum? Sieht keiner mich nicht als Gesicht an, oder was? Der macht es da in die Mitte. So. Oh, ein Traum. Oh, Problemlöser. Also, wir haben hier die Handcreme von Lavera Bio, Naturkosmetik. Ist ja eigentlich eine gute Marke. Ja. Ne? Kann man gut machen. Übrigens... Packe ich den Penny Adventskalender auch aus. Da gab es eine mega große Nachfrage. Der ist da, aber ich habe jetzt den erstmal vorgezogen wegen meinem Bruder. Dann denke ich, mache ich als nächstes den von Penny und danach den von der Frau. Also ich habe ihn und er wird bald produziert. Und sobald er online ist, verlinkt Vivian euch das unten in der Box. So. Genau. Oder oben in der Infokarte oder sowas. So, was war das? Die 8, die 9. Das ist ein Nivea Men Dry Active Antitranspirant. Jo, werde ich mal benutzen, würde ich sagen. Cool. Kennst du das Dings? John liebt das ja. Du meinst so Deo? Kennst du Deo? Nivea Men? Habe ich schon mal gehört, ja. Okay, 10. Die 10, hier oben.
wieder ein Doppeltürchen. Ah, ja. Ach so. Oh, ist gar nichts drin. Voll. Ja. Willst du es vorstellen? Ja, es ist ja mein Produkt hier. Und zwar ist das das Drei-Klingen-System von Wilkinson. Das sind halt diese typischen Männerrasierer, Einwegrasierer. Ja, werde ich auch benutzen. So sieht das aus. Was hatten wir jetzt gerade? Die 10? Dann nehmen wir jetzt die 11. Zack. Und in der 11 ist Aftershave Balsam. Das ist natürlich auch immer ganz nett. Von Sebamed. So, du bist dran. Ich bin dran mit der Nummer 12. Sorry. Stimmt das? Das hast du mir gerade auch gemacht. Die 11, hab ich ja. Die 12. Und zwar haben wir, das ist toll, das ist mit Avocado. Das ist von Naturebox. Davon habe ich auch ein Haarwaschmittel zu Hause. Das ist bestimmt auch, nee, ist ein Duschgel. Ich krieg ganz schön viel Duschgel, ne? Krasser Shit. Aber du willst doch... Aber ist völlig okay. Das ist offen, Leute. Das darf nicht passieren. Das wird auf jeden Fall ein Sample sein. Oh, guck mal hier, die ganze... Ja. Okay. Ist die Frage, also, kommt es davon oder kommt es von woanders? Ja, das weiß ich nicht, aber hier ist... Riecht gut, also ist wahrscheinlich das Avocado-Zeug. Das ein bisschen, ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Also jetzt nicht doch, Skandal. Doch, mega schlimm. Doch, bitte. Skandal! Im Sperrbezirk! Ach, du willst auch sauber gemacht werden. Ja, ich will vielleicht auch meine Hände abdingsen. Skandal um Naturebox. So, okay. Das war die Nummer 12. Die bist dran. Ich habe die 12 gerade aufgemacht, mein Herz. Warum ich jetzt hier so viel, ne? Ich will ja eure Zeit sparen, aber Vivian hat mir auch noch nicht mal was zu essen gegeben, bevor wir hier hart schuften. Ne, deswegen, wenn wir schneller fertig sind, kann ich schneller was essen gehen. Ja. Du bist immer noch die 13, weil ich die 12 gerade geöffnet habe. Ach so. Mhm. Ach na denn. Ein Duschgel. Wuhu. What? Kleber. Das ist ja super Kleber. Sekundenkleber. Für die Werkzeugkoffer. Spaß. Wasserfestes Styling-Gel werde ich nicht benutzen. Darf ich seinen Namen sagen? Ich habe schon John gesagt. John. Achso, darf will John, Johnny Johnson Beres haben? Ich möchte Don. Don. Mein Sohn, wenn ich meinem Sohn sage, sag mal Vivi, da kam früher immer Babu. Und wenn ich gesagt habe, sag mal John, Don. Ja, jetzt heißt du übrigens Didi. Ach, Didi. Didi. Eure Didi wieder. ich glaube, ich brauche das nicht, aber Mama macht sich heute ihre Haare. Können wir mal Mama fragen, ob sie das braucht. Und sie will da so ein Zement hier mit reinmischen? Wenn sie ein Iro machen will. Mutti, magst du ein Iro machen? So, jetzt bin ich aber dran mit der Pepsi. Who is it there? Läuft bei uns. Auch nochmal Sekundenkleber. Für die Lippen. Nein, das ist die langanhaltende Pflege für trockene, sprühe Lippen. Caremax heißt das. Classic Caremax. Das ist ein Lippenpflegestift. Das ist total super, weil gerade im Winter sind die Lippen... Ich weiß, du erkennst es vielleicht für dich nicht so, aber sollte man immer mal in der Tasche haben. Ja, finde ich auch. Unbedingt, falls mal jemand was braucht. Ist wie ein Feuerzeug. Also das kannst du nicht verleihen, dass du happy bist. Ist alles in deinem Kopf, Mädel. Nein, ich verleihe keinen Lippenbalsam, keine Sorge. 15, ne? Ja. Nivea Men Creme. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Dann also, lass es da, dann packe ich das in Johns Adventskalender, ne? Und wir verraten es einfach keinen. Okay. Dann hast du jetzt schon gespoilert, eine Sache aus dem Video, was du machst. Ja, das stimmt. Oh, angeteasert hat sie es. Die wissen, glaube ich, noch gar nicht, welches Video. Ich packe John einen eigenen Adventskalender und ich wurde schon öfter gefragt, was packst du in den Adventskalender deines Freundes? Ich brauche Inspiration. Dann habe ich gedacht, zeige ich euch das. Das wird auch die nächsten, wahrscheinlich nächste Woche online kommen. Busy woman. Talking about this. Talking about. Ich spreche runter. Also, 15 war es, jetzt 16. Ja, es ist ein verhältnismäßig kleines Türchen. Ich finde, wir hatten noch keinen Duschgel, oder? Das nice. Ist jetzt nochmal ein Deo. Adidas. Cool. Adipower heißt es. Ja, 24 Stunden dry, bla bla. Cool, ja, nehmen wir. Zack. Ja. Obwohl man ja sagt, dass so ein Spray-Zeug gar nicht so gesund sein soll, dass Roller besser sind, aber ist okay. Jetzt hast du es. Jetzt habe ich es, genau. Was war das? Die 16. 17.
Aua. Oh. Also für 11,99 € muss man halt auch was an was sparen. Ne? Finde ich ist auch. Halt die Hülle. Die Produkte sind aber ganz cool bis jetzt. Ich hätte schwören können, das ist das Gleiche, oder? Das ist das Gleiche. Okay, Leute. Wenn ihr den Adventskalender habt, sagt mir mal unbedingt, ob das bei uns ein Fehler ist oder ob das Produkt immer zweimal drin ist. Zeig's mal. Also tatsächlich, wenn ihr mal guckt, ich kann es gerade nicht so gut halten. Ich habe tatsächlich jetzt in der 17 und was war es vorher, weiß ich nicht genau. Wisst ihr, wenn ihr das schaut? Genau. Ist aus meiner Sicht das gleiche Produkt. Ist das eine gleiche Shampoo und das andere? Aufwachkick, Taurin-Duschgel, ist alles das gleiche. Ja, hat sogar die gleiche Nummer hinten drauf. Jo, das ist gleich. Ist jetzt nicht schlimm, ne? Ich benutze auch beides, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die. Gibt es auch andere Kalender, die das doppelt reinmachen? Keinen, den ich bisher hatte, ne? Boah, okay. Ich bin auch mal gespannt, ob das bei den Frauen vielleicht auch so ist. Das sieht da was damit. 17, genau. 18 kommt jetzt. Genau. Wie hat der 17 gesehen? Berat ich doch nicht. Listerine! Oh, das ist doch hier so eine Notspielung, ne? Rosine. Clementine, fragt sich besser. Also, Karieschutz Anti-Karies. Karies. Cool, werde ich auch benutzen. Ja. Das war jetzt die... 95 Milliliter. 18. Jetzt kommt die 19. So ist es. Siehst du sie? Ja. Reiß ab, den Scheiß. Styling Gel Business. Werde ich nicht benutzen. Mama. Von Guard. Achso, habe ich das jetzt euch ordentlich genug gezeigt? So, sieht eigentlich ganz cool aus. Ich weiß nicht, was Styling Gel Business ist. Offensichtlich sollst du es im Business-Kontext benutzen, aber warum? Aber gut. Ich muss dir halt sagen, John benutzt halt Haarspray. Ich glaube, der würde sich sowas nicht in die Hand machen, weil mir davon gefallen ist, ob ich seinen Namen nennen kann. Aber, ja. Oh, guck mal. In der Nummer 19 ist aber noch was drin, mein Herzblatt. Oh, hä? Ist das normal? Ja. Das ist dann nochmal ein Duschgel von Guard, ne? Ja. Hä? Aber ist das normal, dass das... Du, im Penny Adventskalender sind teilweise drei Sachen doppelt drin. Also, okay. Ja, das passiert. Jo, wenn das Duschgel ist, benutze ich das auch. Ist das Duschgel? Und sag's den Leuten noch halt. Für spürbar mehr Griffigkeit. Shampoo, ja, das ist cool. Das benutze ich auch. Zack. Also sollte das so sein. Ich guck gerade mal auf. Die haben wir jetzt wohl gerade sagen, wenn wir jetzt noch vergessen. Gut. Okay. Tauchen wir jetzt in den 20er-Bereich ein. Du brauchst uns so mal. Achso. Und zwar haben wir hier Dove Man Care. Natürlich ein Dusch and Body Wash, eine cool. Duschpflege. Jo, nehme ich auch. Jo. Die haben das eigentlich ganz schlau gemacht. Ne? Wir haben doch in dem anderen Kalender für Männer, was war das nochmal? Wo ich mit dabei war? Balea Man. Balea Man. Da habe ich gesagt, das könnt ihr euch verlinken, auch euch nochmal hier oben. Wie weißt du, wie das geht? Nee. Okay, sie verlinkt es euch wahrscheinlich nicht, aber ihr findet das vielleicht dann. Balea Man. Da habe ich noch gesagt, es gibt ganz viele Dinge, die ich nicht benutzen würde. So, ne? Und aber hier ist es irgendwie nicht so viel Abwechslung, es ist alles Duschgel und Shampoo, aber so für den typischen Mann. Ich glaube, das ist halt das für benutzen. Den einfachen Mann, ne? Und das andere ist danke. So für den. Dankeschön. Ich bin halt da einfach, genau. So, 21. Oh, er ist auch grobmotorisch. Handcreme für trockene und empfindliche Haut. Aloe Vera von Soy. Werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Warum nicht? Du musst doch deine Hände eincremen. Als ob ich das tun würde. Türchen Nummer 22. Oh. Von Moom Man Classic. Antitransparent. Ja. Das sieht ein bisschen aus, als hätte das auch in dem Orion-Kalender drin sein können. Ne? Das Gleiche. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das war auch witzig, da war Vivi zu Gast bei mir auf dem Kanal. Da haben wir von Orion den, wie heißt denn das? Adventskalender für Paare, den Sexual Adventskalender für Paare aufgemacht. Und da war öfter mal was in dieser Form mit drin. Gut. 22, ich bin die 23. Dein letztes Türchen. Feier ist hart. Und wieder zwei Sachen. Halt mal fest. Ja. Medizinprodukt, Pferdesalbe. Schmerzlinderndes Kühlgel, das finde ich cool. Und Teufelssalbe, heiß. Mit Teufelskralle und Brennnessel. Intensiv wärmendes Pflegegel. Das ist eigentlich auch ganz cool. So für den Arzneischrank.
Ne? Falls der Kleine mal. Der Kleine mal. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Leberraum, ne? Ja. Ja, cool. So, Trommelwirbel, Türchen Nummer 24. Ist jetzt nicht mega groß, muss man sagen, im Verhältnis. Nee. Aber vielleicht mega wertvoll. Ist wahrscheinlich leer, weil es in die andere Tasche gerutscht ist. What is that? Ah, so. Nagelklippe. Ja, die Türchen. Das Türchen Nummer 24 ist ein Nagelknipser von Parasa Beauty. Parasa, ist okay. Ja, ist richtig. findest du es cool als Türchen 24? Sagen wir mal so, ich bin mittlerweile gut in der Lage, meine Fingernägel beide Hände mit einer Schere zu schneiden. Aber vor ein paar Jahren, als so mal junger Erwachsener, Teenager noch, hätte ich das gebraucht. Also würdest du es nicht benutzen? Doch, also ja, wenn es da ist, würde ich es wahrscheinlich benutzen. Aber wenn John das haben will, soll er das nicht. Also John macht es immer mit einem Nagelknipser. Ja, dann gib ihm das, hat er Nachschub. Ich glaube, sein ist auch ganz schön ausgelutscht. Gut, sag doch mal zusammenfassend was zu den Produkten. Ja, also wir haben gefühlt 12 von 24 sind Duschgele und Shampoos. Was ich eigentlich ganz okay finde, also weil das als einfacher Mann, wie wir jetzt gehört haben, benutze ich das auch. Ja. Das finde ich auch ganz witzig. Und dann, kannst du eine Doktorarbeit drüber schreiben schon? Könnte ich, aber das würde ich nicht wollen. Ich will ja nicht unglücklich mein Leben verbringen. Ja, was ich glaube ich am coolsten finde, weil ich es mir so noch nicht zugelegt habe, ist das. Da freue ich mich mal drauf zu sehen, wie das ist, wie sich das anfühlt, wie sich das benutzen lässt. Ja. Und ansonsten eigentlich ein ganz praktischer Kalender. Ne? Was sagst du? Also auf jeden Fall körperpflegemäßig ist man super eingedeckt. Ne? Ja. Also du hast jetzt ungefähr... Aber das würde mich echt nochmal interessieren, ob das normal ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das ein Fehler ist. Aber sagt mir das gerne, wenn ihr den Kalender habt, auspackt oder ja, spätestens... In der 17 war das, glaube ich. Ne? Spätestens, wenn ihr bei 17 angekommen seid, sagt mir doch mal, ob das bei euch zweimal drin war. Vielleicht ist es auch so beliebt, dass das jeder will. Ich weiß es nicht, du. Ich weiß es. Aber es ist halt das Einzige, dass nur ein Produkt das ist. Das ist komisch, ja. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja. Wir haben Sonntagsprodukt. Aber ist nicht schlimm, oder? Ja. Ich hätte aber interessiert, was alternativ dann drin gewesen wäre. Wahrscheinlich das, weil es Absicht war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also wenn ihr findet, Vivian hat das gut gemacht, dann lasst ihr bitte einen Daumen hoch da, teilt das Video mit Leuten, wo ihr sagt, ey, das ist witzig, die Frau ist witzig, das müsst ihr auch sehen, lasst euch unterhalten. Mach ich ganz gut eigentlich, ne? Ja, machst du sehr gut. Du meinst es auch so. Ja, ich meine es auch so. Und wir sind fast 700, soll ich dir das mal sagen? Krass, wie ihr gewachsen seid in letzter Zeit. Im September fing es an. Und jetzt sind wir fast 700. Vielleicht schaffen wir ja bis Ende des Jahres sogar 1000 zu werden. Das ja, wäre krass. Das wäre sehr toll. Also ihr könnt da gerne mithelfen. Ja, ich finde, Vivi macht das super. Ja, wenn ihr mich besuchen wollt, bei mir ist es nicht ganz so witzig, aber dafür lehrreich. Es geht um das Thema Beziehungen. Habe ich ja auch hier einen Kanal. Ich übernehme einfach mal das hier alles. Ich hätte jetzt mal eingeknüpft mit... Wenn ihr mich besuchen wollt, dann hätte ich dir deine Adresse schnell gesagt, wenn du es willst. Genau, dann könnt ihr klingeln. Nein, guckt mal unten, da findet ihr auch meinen Kanal. Wenn euch das Thema glückliche und erfüllte Beziehung und Partnerschaft interessiert, seid ihr herzlich willkommen. Und sagt mal, ob ihr dieses Doppelding gut findet, ob wir das öfter machen sollen hier zusammen oder ob ihr lieber Vivi alleine sehen wollt, wäre auch okay für mich jetzt. Ne? Ich wäre jetzt nicht traurig. Also ich glaube, die sagen ja alle immer, ey, du hast eine richtig coole Familie. Aber ich kann dir sagen, an Platz 1 steht Oma. Ja, das ist klar. Oma liebt. Da habe ich keine Chance. Da kommst du nicht ran. Aber dann kommst auch du. Ja. Es wurde auch kein anderer gezeigt. Ja, stimmt. Mit Telly noch. Kennt ihr das Video und mit Telly? Und mein Sohn. Das stimmt. Kennt ihr eigentlich das Video von Telly, von meiner Katze? Das habe ich irgendwann, ich glaube, im... Juli oder August gedreht, da habe ich mit meiner Katze so eine Überraschungsbox getestet. Könnt ihr auf jeden Fall mal gucken. Teddy hatte bestimmt überhaupt keinen Bock. Hatte sie auch nicht. Und stimmt, in dem Pilzesammelvideo war mein Bruder auch mit am Start, mein Papa übrigens auch, der war auch schon mal mit auf dem Kanal, stimmt. Und da war auch dein der Papa kleine... war da? Nur mein. Ja. Und da war sein Sohn auf jeden Fall auch von hinten zu sehen. Ja. Gut, aber ihr könnt euch gerne nochmal durch meine Videos klucken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, wie gesagt, schaut unbedingt bei ihm vorbei.
Da wird es lehrreich und da wird es aber auch richtig cool. Und wenn ihr bei ihm auf Instagram folgt, dann seht ihr auch immer ganz viel, wie er in seiner Arbeit agiert, was er so macht. Aber ihr seht auch seine super süße Familie. Und dann seht ihr uns auch, zum Beispiel, wenn ihr heute noch ganz schnell gucken geht, ach so, ich weiß nicht, wie schnell du das online stellst, vielleicht seht ihr dann auch, wie ich mit meinem kleinen anderthalbjährigen Sohn auf dem Skateboard unterwegs bin im Skatepark. Dann habe ich wohl die Verpflichtung, dass es morgen online kommt. Aber ganz schnell, junge Frau. Morgen ist Mittwoch. Wir waren nachmittags so gegen 14:30, 15 Uhr, musste meiste Attacke machen. Ja, das heißt, heute Abend wird durchgeschnitten und morgen früh seht ihr das Video, am Mittwoch früh. Yes. Okay, damit war es das mit dem Video. Wir freuen uns natürlich, dass ihr dran wart. Das nächste Video, was mit meinem Bruder auf jeden Fall noch online kommt, wird der Degusta-Box Adventskalender sein. Auf den freuen wir uns mega, das wird mega lecker. Und genau, da könnt ihr auf jeden Fall noch gespannt sein. Ich weiß aber noch nicht genau, wann er ankommt. Tschüss!